Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon Story Cyber Sleuth. Wir haben in der letzten Folge nochmal einen Verschlinger ordentlich in Asch versohlt. Mein Digimon geht es glaube ich noch nicht so. Oh doch, geht eigentlich. Wir haben ja einige. Halt. Nichts aus Angriff 78. Ja, ich muss sie auf 90 bringen. Ich hoffe, ich kriege dich noch auf 90. auf 75 muss ich ihn, glaube ich, bringen. Ne? Ja, mal gucken, ob ein paar neue Fälle. Oh ja, sind ein paar neue Fälle. Na, siehste. Rote Fäuste und Ring der Schweiß. Ich bin kein Blumentyp. Das klingt gut. Jetzt kriege ich wohl Probleme. Ach, du bist der Detektiv vom Detektivbüro Kurumi, nicht wahr? Hier ist meine Karte. Ich komme vom japanischen Boxverband. Ich möchte ein seltsames Phänomen besprechen, das auf unserer offiziellen Webseite auftritt. In letzter Zeit wird die Seite oft aufgerufen und unsere Videos sind sehr beliebt. Alle kommen in Scharen wie Kinder zu Bonbons. Das ist so fantastisch. Freut mich jedenfalls zu hören. Ja, ich dachte, die Tickets gehen weg wie warme Semmel und die Shows werden bald ausverkauft, aber es hätte viel mehr Interesse geben sollen, aber der Verkauf der Tickets ist nicht wirklich angestiegen. Und nicht nur das, der Server ist für die Seite ist auch abgestürzt. Die Leute wollen mehr erfahren, aber niemand kommt auf die Seite. Jetzt hat der Verband jede Menge Beschwerden am Hals. Die Seite wurde einfach so schnell extrem beliebt, kein schöner Gedanke, aber was, wenn jemand uns übel mitspielt? Geh der Sache bitte nach. Die URL der Verbandswebseite ist auf der Karte. Die solltest du dir zuerst anschauen. Na dann. Ich hoffe, ich komme gleich hier durch. Hä? Hey, wer bist du? Bist du nicht ein Mensch? Dies ist der Webseitenserver des japanischen Boxverbands. Was machst du hier? Ach, ich weiß. Du bist hier, um Digimon zu sehen. Du hast wohl das Gericht gehört, dass dies das Mecca für Digimon Boxfans ist. Du möchtest wahrscheinlich rumgeführt werden. Alle Gaumon, die Boxen mögen, kommen hierher. Dies ist der beste Ort, um die Webseite anzuschauen. Ich sehe sie mir immer von hier aus an. Cool, oder? All diese Monitore. Alle Gaumon wohnen hier also? Und hier so. Ich kann all deine Fragen über die Boxenvereinseite beantworten. Es sind noch mehr Monitore geplant. Hurra! Naja. Aber meinst du nicht, dass das ein bisschen viel ist? Ich meine, der Server ist immerhin jetzt abgestürzt. Und ich war noch höflich und hab dir alles gezeigt. Wenn du kein Tourist bist, dann hau ab. Ich glaube, du solltest jetzt mal abhauen. Viel zu wenig ab. Und das Heilen könnt ihr auch lassen. Angriff auf 79 von 11 Stufen. Das ist wohl nichts. Ich kann nicht aufhören, die Seite anzusehen, aber ich kann nur einen Monitor benutzen.
Aber es ist nicht fair, dass nur ich einen Monitor benutzen muss. Und ich glaube nicht, dass es sich groß bemerkbar macht. Ja, du musst die andere Gaumon hier überzeugen. Allerdings weiß ich nicht, ob sie einfach hier sitzen und dir zuhören werden. Ach, kein Problem, das kriegen wir schon hin. Ich jetzt gerne, dass er hin. Das Digimon mache ich eigentlich auch. Ich glaube, in Level 15 könnte ich sie kann man schon entwickeln. So, wo sind wir denn hier gelandet? Ich packe schon mal ein Sticky Lab. Im Prinzip hat es alles was Problem, nur das Level noch nicht. Ich muss auch noch mit dem Level hochbringen. Ich könnte wie man zu Extremer machen, aber trotzdem. Die beiden hätte ich gerne. Und ich weiß nicht, wo ich die finde. Fähigkeiten 10. Ich kriege schon auf die entsprechende Level 30. Du bist mal gerade. Oh, wo stand denn das nächste Level? Ach da. Und so, das war nur ein 5 Level. Angriff 90. Kameradschaft 50. 45. Ich schätze mal einen Kampf und dann könnte ich es digitieren lassen. Das sollte nicht das Problem sein. Oh, das ist ein Dämon. Okay, wenn ich das nächste Mal zum Digilab komme. Ich komme ja auch sonst uns kämpfen. Ja. Ein Virus-Digimon wäre nicht schlecht. Dann muss unbedingt auch noch ein Virus-Digimon mit dem Team haben. Angriff auf 80. Genau, ein Monitor wird ja wohl reichen, ne? Ja, guck mal, hier bist du.
Nein, wir brauchen bloß einen Monitor. Aber dass das so viel ausmacht? Ob ich jemals wieder eine Cross-Combo hinkriege? Bestimmt. Cross-Combo aus 3 gegen gewonnen. Ich glaube, zur nächsten Folge werde ich mal intensiv gucken, wo ich die Skills und den Dings herbekomme. Angriff auf 80, brauche ich also 10. Und ich fragte einen Freund, was ich als Mensch tun würde, keine Ahnung. Tatsächlich bin ich eine Hilfe, wenn ich mein Bestes gebe? Auf jeden Fall. Auch so viele. Okay, hier muss ich, jetzt muss ich erstmal wieder zurück. Es gab ja noch einen anderen Weg. Ich glaube, den muss ich dann auch noch gehen. Aber vorher... Gehen wir mal kurz hier. Achso, halt! Ich hab da noch das Speicher ab. Und die Reihe würde ich auch gerne mal haben. Gibt es nämlich ein Digimon, das ich gerne hätte? Und ich glaube, das kriege ich auch nur durch diese Reihe. Oh, guck mal, dich hätte ich schon. Mit Kameradschaft nur fürs. Achso, weil du gerade nicht mitkämpfst. Okay, jetzt brauchst du bloß das entsprechende Level. Fähigkeiten zählen. Ich glaube, dann sollte...
werde dich mal mitnehmen wieder. Dich. Kann man gucken? Nee, das ist ja nicht vor dem. Bist wirklich bloß noch du, ja? Ja, ja, dann. Lass uns kämpfen! Und dann auch noch Panik. Sollte ihn angreifen und nicht alles. Na, okay. Wiederbeleben. Ich glaube, Gattungmann müsste jetzt bei. Hat jetzt hoffentlich bei den Fähigkeiten erreicht, die sie braucht. Hä? Ich nehme schon Anzeige. Ich sag mal. Warte mal. Ach, warte mal, um die Fähigkeiten zu erhöhen. Müsste ich jetzt, glaube ich, einmal dedigitieren. Ja auch noch. Ich dachte, ich hätte alle. Und im Panik auch noch verfallen. Und weg bist du. Und Gaumon zu 100% abgeschossen jetzt. Oh, warst du auch noch? Oh, das sind doch ganz schön viele. Ich
Yeah. Bin schon bei sich auch mal selbst verletzt. So, das sollen jetzt aber alle sehen. Ah, du bist es. Wie laufen denn die Ermittlungen? Hä? Digi, was? Was zum Teufel ist denn los? Was? Oh, sorry, das ist eine E-Mail. Einen Moment. Was? Schau mal, der Server scheint jetzt ohne Probleme zu laufen. Hast du das mit dem Digi-Dings da irgendwie behoben? Okay, toll, danke. Ich lasse den Sekt noch kalt gestellt. Ich dachte, der Server wäre immer abgestürzt, weil so viele Fans auf die Seite zugegriffen haben. Aber nun ja. Komm vor, ich bin jetzt auch ein Box-Fan. Danke, schön das zu hören. Ab jetzt muss ich nur mehr Kämpfe organisieren und mehr Fans anlocken. Ich werde mein Bestes geben. Nunu? Mal sehen. Was machst du denn hier? Naja, ich habe hier gerade einen Fall gelöst. Das Büro ist hier in der Nähe? Da bin ich mir sicher. Cyberdetektive übernehmen also alle Fälle? Ja. Darauf kannst du wetten. Kannst auch gerne eine Anfrage schicken. Bis denn dann. Ja, ich glaube, ich müsste nämlich erstmal Gartumon deaktivieren lassen. Oder ich versuche was anderes. Das sollte eigentlich auch helfen. Wir haben einen neuen Auftrag. Komm bitte zurück ins Büro. Das mache ich gleich. Du musst einen Augenblick warten. Jetzt sind andere Sachen gerade wichtig. Und zwar... Ich habe ja noch ein paar Erweiterungsplatten. Freie Ansicht. Ich nicht. Da, Gartumon. Soll ich mal Futter wechseln? TP plus Angriff. Kammerfähigkeit, da! Perfekt! Angriff Plus! Ja? Da, Gartumon. Perfekt. Und der Rumon braucht noch Angriffsplus. Das kriegt er. Thank you.
Perfekt. Und wo habe ich ihn denn? Garuma. Da habe ich dich. Schau mal. Nur 50, schaffe ich auch noch. Schafft er. Perfekt. Was brauche ich für deine nächste Entwicklung? Fähigkeiten plus 20. Okay. Kannst verschiedene Arten von Farmprodukten nach besonderen Stellen auf eine Farm hinterziehen. Diese haben verschiedene Auswirkungen auf die Tiere, die sind. Bitte. Okay. Schaffe gegen Entwicklungskosten Items. Na, das machen wir doch gleich. Obwohl, warte mal, ich könnte auch noch mal kurz in den Laden da gucken. Weil wenn wir jetzt schon... Erhöht EP für Wasser-Digimon, Feuer-Digimon und Farmprodukte. Zählt der mit den Items, cool. Tja, für mehr habe ich leider nicht. Ich könnte noch bestimmt einiges verkaufen. Cool. Freundschaft in Edelsteinform, Yuko. Ein paar Wiederbelebungskapseln. Im Prinzip brauche ich das gar nicht. Ich habe auch ein bisschen was ein. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen aber erst in der nächsten Folge rein. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da. Auch gerne einen netten Kommentar da lassen, würde mich riesig freuen. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet und euch auch die Videos gefallen, gerne ein Abo da lassen. Vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video, was YouTube euch vorschlägt. Und rechts ist die Playlist zu Digimon Story Cyber Sleuth. Ich wünsche euch aber dennoch einen wunderschönen Abend bzw. wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.